Hallo, mein Name ist Vanessa Uhlich-André. Ich bin Professorin am Campus Minden und ich leite den Studiengang Maschinenbau. Mein Name ist Jonas Sielemann und ich studiere hier am Campus Minden im praxisintegrierten Studium Maschinenbau. Es geht darum, die Technik, die uns im alltäglichen Leben begegnet, zu verstehen, die Hintergründe zu analysieren und für sich selber Methoden zu lernen, mit denen man die Zukunft, also die Zukunft mit unserer Technik, besser gestalten kann. Also der Maschinenbau ist ja im Grunde genommen eine der Klassiker in den Ingenieurdisziplinen und mir war es wichtig, erstmal ein fundiertes technisches Verständnis aufzubauen, um mich eben auf dieser Basis für meine weitere berufliche Laufbahn weiterzubilden. Unser Studiengang hier ist praxisintegriert, das heißt, dass alle Studierenden sowohl in einem Unternehmen beschäftigt sind, die ganze Zeit des Studiums über, als auch immer bei uns an der Hochschule sind, im Wechsel 3 Monate Studium und 3 Monate Praxis. Und das ist unheimlich wertvoll, weil die Studierenden dann immer sofort die Anwendung auch haben von all der Theorie, die sie bei uns lernen. Die Entscheidung, hier am Campus Minden zu studieren, war eigentlich ein Stück weit vorbestimmt, einfach aufgrund des Unternehmens, in dem ich mein duales Studium durchführe. Nichtsdestotrotz kann ich im Nachhinein eigentlich schon sagen, dass die Entscheidung, hier zu studieren, dennoch eine gute war, weil ich hier mit den Kommilitonen und den Lehrenden sehr zufrieden bin. Typische Berufsfelder sind in der Industrie, in verschiedenen Arbeitsbereichen, zum Beispiel Entwicklung und Konstruktion neuer Produkte oder aber auch in der Organisation von Arbeitsprozessen, gerne auch zum Beispiel in der Automobilindustrie oder auch im Flugzeugbau. Ich selbst war zum Beispiel lange Jahre in der Triebwerksinstandhaltung tätig. Also zu den Highlights in meinem Studium gehörte mit Sicherheit die ersten Praxisprojekte in die Tat umzusetzen im Unternehmen. Gleichermaßen konnte ich da eben auch ein fundiertes wissenschaftliches Feedback durch die Lehrenden bekommen, eben durch die Auswertung der Praxisarbeiten an der Hochschule. Wer kein Interesse daran hat, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und natürlich auch, wer Mathematik gruselig findet, beziehungsweise alle Naturwissenschaften, denn die brauchen wir hier. Nach meinem Studienabschluss im kommenden Januar werde ich als Projektingenieur für Prozessoptimierung arbeiten und dann im kommenden Herbst ein berufsbegleitendes Masterstudium starten. Für die Technik, die uns im Alltag begegnet, das heißt zum Beispiel, wie kann ich persönlich die Prozesse um mich herum, die Technik besser machen, für eine nachhaltige Zukunft für uns alle. Ich hoffe, wir konnten das Interesse an unserem Studiengang wecken. Ich selbst habe damals auch als eine der wenigen Frauen Maschinenbau studiert. Mein Ziel ist, das zu ändern. Und ich freue mich auf alle, die zu uns kommen und mit uns die Zukunft gestalten möchten.